Hey Leute, das ist der Bulli und willkommen hier zu einer neuen Folge vom Retro Let's Collect der Fußball-Bundesliga-Sticker 2008-2009. Wir gehen rein in die nächsten drei Sticker-Tüten und heute, ich call Luca Toni. Ich call Luca Toni, Franck Ribéry. Heute ist es nämlich eine Bayern-Folge, heute sind ganz viele Bayern-Spieler dabei. Wir haben ja immer ein, zwei Vereine, die halt mehr am Start sind. Hier haben wir Parcello vom KSC, KSC auch noch gar keinen gehabt. Bastian Reinhardt vom HSV. Boah, Sega Zaliovic von der TSG. Und Dortmund Mannschaftsfoto. Weiter geht's mit dem HSV mit Pablo Guerrero. Hannover 96. Nuri Sahin, guckt euch mal an, sein Lächeln, wie das hier aussieht. Geil. Feier ich. Dann haben wir Bergantin und Daniel Jensen von Werder Bremen. Und Hannover kommt hier dazwischen. So, Last Pack Magic. Hannover 96 heute. Ja, Bayern war wohl ein Satz mit X. Ja, Huschti von Hannover. Cottbus 178 und 237 hier noch dazwischen gemogelt. Heute war so eine 100er, 200er Folge. Also mit Stickernummern aus dieser Region. Zack, zack, zack. So, bam. Wir blättern auf zu Daniel Jensen. Drin. Bremen, nicht verkehrt. Cottbus sind auch schon ein paar drin und jetzt kommt noch das die linke obere Ecke. Und kann es sein, dass wir mit der linken oberen Ecke irgendwie immer starten? Links oben, auch Dortmund. Auch Dortmund heute links oben dabei. So, und Dortmund nicht nur die linke obere Ecke, sondern auch Nuri Sahin. Und guck mal an, wie voll Dortmund ist. Jo. Dortmund auf schnellen Füßen unterwegs. So, dann Eintracht. 178. Aaron Galindo. Galindo, Galindo. 206 mit dem HSV. Und HSV heute zwei Sticker. Mindestens zwei, mehr sehe ich noch nicht. Bastian Reinhardt und Guerrero. Und es sind zwei gewesen, weil der nächste kommt dann. Der kommt nach dem HSV. Ich würde sagen, Hannover 96. Würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Und das stimmt. Und auch hier Hannover 96 links oben. Links oben und links unten. Das passt. Dann können wir direkt checken, ob ich den gut eingeklebt habe. Sieht auf den ersten Blick ganz nice aus. Jetzt kommt links unten dazu. Da muss ich mir das Heft wieder so ein bisschen ranziehen, dass ich den ordentlich einkleben kann. Das sieht super aus. Das sieht super aus. Ist bei Hannover 96 eigentlich? Ja, ist er. Ist er noch drin? Bergantin meine ich nicht, sondern der Torhüter. Legende. Legende. Robert Enke. Robert Legende. Robert Legend Enke. So kann man sagen. Zack. Huschti 237. Auch drin. Dann 249, wen haben wir hier? Einfach noch DS-Spielwerbung. Und wir haben Hoffenheim, Mannschaftsfoto links oben. Das kann kein Zufall mehr sein. Und ich sehe gerade auch bei bei Hoffenheim waren ja mal so epische Spieler. Carlos Eduardo sehe ich hier. Demba Ba müsste doch auch noch da sein, oder nicht? Ja, Özcan war jetzt nicht so Legende. Den haben wir hier noch. Zaliovic, den kleben wir ja jetzt gleich ein. Und
Zack. Und dann der KSC Obasi, Shinedu Obasi Ibisevic hier bei TSG. Sehr, sehr geil. Und der erste Karlsruher. Der erste Spieler vom KSC. Zack. Und dann war es das schon wieder mit der heutigen Folge. Dann war es das schon wieder mit der heutigen Folge vom Let's Collect, der Fußball-Bundesliga-Sticker 2008-2009. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Ciao.